ehemalige Sportsoldatin der Bundeswehr treffe ich zwei ganz besondere Sportler. Einer wurde 1972 und der andere 2012 Olympiasieger im Doppelvierer. Hallo, ich bin Philipp Wende, Sportsoldat in der Sportfördergruppe und Olympiasieger 2012 im Rudern. Mein Name ist Hans-Johann Färber, ich war 8 Jahre Zeitsoldat und 1972 Olympiasieger im Rudern. Ich habe die beiden im Ruderzentrum in Dresden getroffen. Ja, das ist ja ein Anlegevorgang weltmeisterschaftlich. Philipp, grüß dich. Hallo, ja. Schön, dich hier zu sehen. Ja. Zum ersten Mal hier und lernen uns auch mal kennen. Genau. Immerhin liegen 40 Jahre zwischen den zwei Siegen. Da werden die beiden bestimmt viel zu erzählen haben, wie ihr Leben als Soldat und Leistungssportler funktioniert. Ja, vielleicht halte ich die hier kurz fest. Das ist gut, ja. Dass es nicht kippt oder dass du mir noch ins Wasser fällst hier. Nee, das wäre unnötig. Ja. Aber erstmal will ich wissen, wie war es denn so, olympisches Gold zu gewinnen? Für den 68-jährigen Färber schließlich ein Heimvorteil, damals bei Olympia 1972 in München. Das war ein gigantisches Erlebnis, 72 zu Hause, sag ich mal, vor dem eigenen Publikum zu rudern. Insofern musste natürlich auch in München die Goldmedaille her, egal wie. Jede andere Platzierung wäre eine Riesenenttäuschung für die Mannschaft, aber auch für das Publikum und für unsere damaligen Fans gewesen. Man kam bei 1000 Meter ungefähr an, dann hat man schon die Rufe Deutschland, Deutschland gehört. Gigantisch der Zieleinlauf dann auf den letzten 1000 Meter. Man hat Schlag für Schlag gehört, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und wir haben dann glücklicherweise dann auch dieses Rennen nach Hause fahren können. 40.000 Fans peitschten damals das Team von Färber nach vorne. Und auch für Philipp waren die Olympischen Spiele 2012 in London ein unvergessliches Erlebnis. In London waren es wirklich tatsächlich fast so viele, es waren 35.000. Aber ich muss sagen, England als Mutterland des Ruderns, das war schon ein Erlebnis, das man nicht wiederbekommt. Schon gar nicht in der Größenordnung von Zuschauern, aber auch von der Begeisterung. Man wurde auch außerhalb der Regattastrecke angesprochen, dass man einen als Ruderer erkennt. Und ich denke, das wird einem so schnell nicht wieder passieren. Für diesen Erfolg müssen die Sportler auch viel tun. Philipp erzählt mir, wie so ein normaler Arbeitsalltag bei ihm aussieht. Ich bin eingestellt in der Sportfördergruppe in Hamburg. Mit meinem Diensteintritt bin ich freigestellt für das Training zu Hause. Das heißt, ich bin von Montag bis Samstag hier in Dresden zum Training. Wir trainieren dreimal am Tag. Trainingsbeginn ist 7.30 Uhr. Ich bin also spätestens 7 Uhr im Bootshaus. Letzte Trainingseinheit endet zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr. Und dann 17.15 Uhr verlasse ich das Bootshaus, also 10 Stunden. Reine Zeitstunden mit ein bisschen Pause dazwischen kommt man auf einen ganz normalen Arbeitstag von 8 Stunden. Das für 5 bis 6 Tage die Woche, dann ist ein ganz normaler Arbeitstag. Nur halt den ganzen Tag körperliche Arbeit. Ja. Werden Sie sich das auch gewünscht damals? Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert gewesen. Ne? Bei uns gab es das damals noch nicht. Ich hatte nur das unverschämte Glück, dass ich zum Grundwehrdienst einberufen wurde und hatte dann nach einem Jahr Grundwehrdienst mich dann überreden lassen, sage ich mal, vom Brigadekommandeur, mich länger zu verpflichten. Und der hat mir dann auch ermöglicht, im Rahmen der damaligen Situation halt Sport zu treiben. Aber ansonsten habe ich jeden Tag schon meine anfänglich 8 Stunden Dienst geleistet, bis ich dann mal irgendwo auch bei 4 Dienststunden gelandet bin. Und insofern war das für die damalige Zeit schon optimal. Und da sind die beiden Medaillen. Für den 30-jährigen Philipp ist Soldat und Sportler sein ziemlich gleichwertig. Man wird oft belächelt als kein richtiger Soldat, gerade wenn man Lehrgänge besucht, in denen man dann mit normalen Truppensoldaten aufeinander trifft, wird man zunächst belächelt. Wenn man sich dann über diese Kennenlernphase raus ist und wirklich mal in das Gespräch kommt, wer was macht und wie lange man trainiert und was man überhaupt zu tun hat, aber auch den anderen einfach mal zuhört, wie ein normaler Alltag ist, und dann ist das doch, ähnelt es sich schon sehr oft, das, was ein normaler Truppensoldat macht, was wir als Sportsoldat machen. Also ist schon ein ganz gutes Programm, was zu absolvieren ist. Es war rundum, möchte ich mal sagen, positiv, und ich hatte da überhaupt keine Probleme. Wo ich gestartet bin, stand das montags dann schon in der Zeitung. Färber hat dieses erreicht, und da war ich noch nicht mal in der Kaserne. Dann kam schon der Kompaniechef und Kompaniefeldwebel, gratuliere, heute Mittag zum Mittagessen sollst du dich beim General eintreffen. Und da ging das also wirklich permanent rundum.
Zwei Soldaten, die es auf unterschiedliche Weise geschafft haben, ihren Weg im Sport zu gehen. Und das mit einem großen Willen und der Unterstützung der Bundeswehr. Sie sind Olympiasieger, ein Sieg, den ihnen niemand mehr nehmen kann und der für jeden Sportler das Größte in seiner Karriere ist.